Trauer um Franz Trojan, das Gründungsmitglied der Spider-Murphy-Gang, ist tot. Der Schlagzeuger feierte mit der Münchner Band große Erfolge in den 80er Jahren. Die Mischung aus Rock'n'Roll und bayerischer Mundart machte die Band auch außerhalb von Bayern bekannt. Hits wie Skandal im Sperrbezirk oder Schickeria sind auch heute noch beliebte Partysongs. 1992 verließ Franz Trojan die Band und erlebte durch exzessiven Drogenkonsum einen schlimmen Absturz. Als ihm das Geld ausging, lebte er in einem Wohnwagen in Nordrhein-Westfalen. Seine letzten Tage erlebte Franz Trojan in Kamp-Lintfort in NRW, wo er im Alter von nur 64 Jahren verstarb.